Also, einen schönen guten Abend. Ich freue mich total, hier zu sein im Keller. Es ist herrlich kühl. Also es war schon mal ein guter Start. Ja, Carmen Winter war mein Name. Wenn ihr erlaubt, bin ich da per Du im Vortrag. Das ist mir ein bisschen sympathischer. Und worüber erzähle ich heute? Also wir haben uns vor Monaten hier zufällig getroffen und da hast du mich gefragt, ob ich nicht einfach einen Einblick so hinter die Kulissen geben könnte. Genau. Und dann habe ich mir überlegt, ja, mache ich es sehr gerne. Ja, und dann habe ich gesagt, aber warten wir noch ein paar Monate, weil dann bin ich schon ein bisschen weiter. Ja. Und also heute geht es einerseits um mein neueres Thema, das carmenrelaunch.com und um paulito.com. So. Ja, damit ihr seht, wer ich bin. Ihr werdet es dann auch auf den späteren Folien merken, warum ich das erzähle. Da gibt es einen gewissen Zusammenhang. Fachlich habe ich irgendwann einmal Jus studiert, dann habe ich gesehen, okay, das ist ein bisschen zu trocken, bin dann nach Australien gegangen, um ein MBA zu machen, Sprachen war auch immer so ein Steckenpferd von mir, habe das gepflegt, habe dann eine Coaching-Ausbildung mal gemacht und zuletzt auch eine Social Media und Online-Marketing-Ausbildung, weil ich einfach noch ein bisschen mehr zu dem Thema verstehen wollte, auch aus der Anwendung heraus, damit ich ein bisschen mehr selber noch machen kann. Ja. Und ich habe jetzt vor kurzem Carmen Relaunch gegründet, dazu komme ich im zweiten Teil. Und im Februar dieses Jahres paulito.com, da komme ich dann gleich dazu. Davor war ich bei Xing Country Manager in Österreich, habe das aufgebaut hier. Und mittlerweile gibt es einige Leute, auch hier in Wien schon, und habe da sehr viel zum Thema Internet, Social Media gelernt. Davor war ich Vertriebsleiterin für einen amerikanischen Bürohandelskonzern, Viking in Österreich, Office Depot auf dem Rest der Welt. Davor war ich Business Development Manager bei DHL. Ja, und davor noch beim Wirtschaftsblatt. Also ich habe verschiedenste Branchen gesehen. Das kommt daher, weil ich ziemlich neugieriger Mensch bin, mir ziemlich schnell langweilig wird. Und ich drauf gekommen bin, erst jüngst wieder, als ich diesen Online-Marketing-Kurs gemacht habe, dass ich wahnsinnig gern lerne. Ja? Das ist, ich habe da wirklich Spaß, Wissen wie ein Schwamm aufzusaugen. Ja? Das kombiniert sich eigentlich immer mit einer, wie soll ich sagen, Weltoffenheit ist so ein bisschen mein oberstes Prinzip. Dieser globale, kosmopolitische Ansatz, das begleitet mich schon sehr lang und das mag ich total gern. Ja, steigen wir gleich ein bei paulito.com. Also es gibt noch ein paar Katzenfotos zu sehen für die, die das mögen. ich habe selber zwei Katzen und habe dann beschlossen, ich mache einen Online-Shop für personalisierbares Tierzubehör. Das hat sich so ergeben, das will ich euch ersparen, wie es überhaupt dazu kam. Diese Tierliebe und dieser Spaß daran hat mir eigentlich dazu verleitet zu sagen, okay, jetzt mache ich das, was mich, meine Leidenschaft quasi unterstützt. Und habe da jetzt, nachdem ich aus der ganzen Corporate-Welt raus bin, genieße ich meine Freiheit in vollem Umfang und habe beschlossen, dass ich da auch keine Investoren dabei haben will, sondern dass ich das wirklich selber mache und eigentlich mag ich niemanden, der mir da reinredet. Also jetzt in der Strategie und das ist ein Motiv von mir, vielleicht kommt es, ich weiß es nicht. Ich möchte auch organisch wachsen derzeit ist der Shop noch auf Deutsch, aber der soll auch internationaler werden. Und ich setze sehr auf Kooperationen, weil mir das Spaß macht und weil ich da voll dran glaube. Ich erzähle es euch dann später, was ich da so tue. Die Marke, ja, Paulito ist die Marke, kommt aber von meiner Katze, der Paulita, diese hübsche graue Katze. War in der Namensfindung, hat sich das dann angeboten, Domain war frei und so kam es dann dazu. Ein wichtiger Stützpfeiler, wie gesagt, sind die richtigen Partner. Das beginnt sowohl beim Entwickler als auch in der Logistik, im Marketing. Da komme ich auch noch genau näher drauf ein. Und ja,
und begonnen hat das Ganze mit dem Bauen des Webshops. Ja, da, also das war, da habe ich mir Partner, Entwickler hinzugeholt, weil ich eigentlich vorher noch nichts in der Programmierung zu tun hatte. Also hat mich über mehrere Monate begleitet. Bin froh, dass er jetzt einmal so steht, wie er steht. Und dann das nächste Thema waren für mich auch die Lieferanten und sind es noch immer. Ja. Also ich möchte euch heute auch ein bisschen erzählen von meinen Erfahrungen, von meinen Problemstellungen. Vielleicht habt ihr irgendwas davon, deswegen ist das ja relativ persönlich hier. Und auch die richtige Ware zu finden. Ja. Und das war dann so, also ich hatte so gewisse Vorstellungen von der Qualität dieser Ware und punkto Hund war es nur relativ einfach, aber punkto Katzen, da habe ich tatsächlich noch immer keine Produkte, weil ich nicht möchte, dass sich Katzen strangulieren. Ja, also da ist meine Tierliebe dann wieder doch so groß, dass ich sage, ja, da gibt es jetzt ein hübsches Halsband, aber dann habe ich den Anspruch, dass das halt die Sicherheitserfordernisse erfüllt, weil ich es überhaupt nicht verantworten könnte, dass da irgendwelche Katzen sich strangulieren aufgrund meines Produkts. Also da habe ich meine Ansprüche und wenn es näher interessiert, ich habe da auch einen Blogpost dazu, wie es mir da so ergangen ist, weil das wirklich großes Thema war und noch immer ist. Und ja, und dann war es halt so, okay, jetzt habe ich endlich Ware, ja, aber alles für den Hund. Und ich habe aber keinen Hund, ja, und mein Mann möchte keinen Hund, also das Thema müssen wir irgendwie lösen, ja, zumal ich ja auch Content brauche. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich brauche da Partnerschaften, ich brauche Hundemodels, ich brauche Content in dem Bereich, ja, und will nicht ständig auf Shutterstock irgendwelche Bilder kaufen, sondern ich möchte persönliches Storytelling machen. Und ja, so habe ich mir das halt dann aufgebaut, ich sage es euch auch gleich wie, und habe mir meine Hundemodels organisiert. Die tun wir da weg. Zielsetzungen, also für 2017, da geht es mir mal ganz stark um den Aufbau der Marke, also Image, Bekanntheit, Traffic auf dem Webshop zu kriegen. Ja, der Verkauf hat schon begonnen, also mal Kunden gewinnen, binden und da habe ich auch schon gelernt, nur online geht nicht, es braucht auch offline. Ja. Dann für, genau, 2018 in erster Linie möchte ich Produktausbau vorantreiben und auch Internationalisierung angehen und dann darüber hinaus dann noch eine weitere Internationalisierung beziehungsweise auch noch Produkterweiterungen und ich würde auch ganz gern Dienstleistungen irgendwann einbauen. Ja. Bitte? Mir schwebt davor so der Urlaub mit dem Hund, ja. Auszeichnung von gewissen Betrieben auf Tiertauglichkeit. Also da gibt's ziemlich viele Ideen. Was ich dann davon umsetze, ich meine, das entwickelt sich ja alles sehr schnell. Dieser ganze Tiermarkt ist unglaublich. Das schaue ich dann, wenn ich soweit bin. Also jetzt möchte ich mal die Produkte soweit auf die Straße kriegen und dann als Next Step dann Dienstleistungen. Die Vermarktung das betreibe ich so, ja, Social Media ist ein Thema, gerade weil Content ja King ist, eignet sich Social Media sehr gut. Bild ist jetzt im Bereich Tiere enorm wichtig, ja, Video auch sehr relevant und Text und Links, also sage ich euch dann, wie ich dazu komme. Und eins habe ich gelernt, Social Media ist halt wirklich mehr der Kompetenzvermittlungs- und der Kommunikationskanal, aber ein Like ist noch lange keine Conversion. Ja. Also wunderbar, man braucht Likes, man braucht Follower, aber bis zur Conversion kommt, ist schon ein langer Weg. Ich mache auf Facebook viel, also einmal Postings, weil die Herausforderung ist schon immer wieder der Facebook-Algorithmus, der ändert sich ja auch und also ohne Werbeanzeigen geht da eigentlich nicht viel und auch da, also da habe ich dann auch wieder mal einen Schritt zurück gemacht, na, wie
wie baut man die Seite auf, nicht nur die Facebook-Seite, auch die Webseite. Ich habe dann alles umgeschrieben auf du, ja, und also es gibt auch immer wieder Anpassungen und auch im Bereich Content immer wieder Anpassungen. Instagram ist ein super Kanal für Tiere. Das ist quasi ideal, wobei da überwiegt wirklich der Community-Gedanke auf Instagram. Und die Instagrammer sind halt sind sehr jung, ja. Und die Produktvermarktung als solche ist jetzt meine Erfahrung, vielleicht habt ihr ganz andere Erfahrungen, ist ein bisschen fragwürdig. Ich kriege ständig Anfragen von irgendwelchen Instagrammern mit 12.000 Followern oder seien es nur 5.000. Und das ist schon viel, ne? Ob man nicht Kooperationen machen möchte. Und die wollen dann alle geschenkt, Produkte geschenkt haben, dafür, dass sie dann ja, einen Post machen und ein schönes Foto und ein bisschen einen Text, und funktioniert eigentlich nicht. Also da muss man sich nichts vormachen. Klingt alles gut und schön, aber ja, irgendwann brauchst du einen Verkauf draus. YouTube habe ich jetzt, ich habe noch nicht mit Videomaterialentwicklung begonnen, aber das möchte ich tun. Ich glaube, dass das sehr gut klappt. Im Bereich Tiere, also das steht noch bevor, und weiters möchte ich nur Pinterest bedienen. Das habe ich auch noch nicht umgesetzt, aber mit Webshop ist Pinterest und Tiere, glaube ich, dass das sehr gut geht. Ja, und parallel zu diesen ganzen Social Media natürlich versuche ich die Website immer zu optimieren, auch schon langsam mit immer mehr Content zu befüllen. Ich habe Partnerschaften abgeschlossen, dazu komme ich eigentlich eh gleich. Also das geht da einher, wie auch Google SEO, ja, habe ich relativ bald gewusst, okay, punkto SEO muss ich was machen. Ich weiß das noch aus Xing-Zeiten, selbst Xing, diese Riesenplattform mit so vielen Usern, da wurde durch SEO noch viel, viel mehr erreicht. Ja. Und mit dem Search Engine Optimization, ich bin es einmal so angegangen, dass ich mir gedacht habe, okay, ich weiß, die Off-Page-Optimierung ist eigentlich wichtiger als die On-Page-Optimierung. Ja. Jetzt habe ich halt einmal On-Page optimiert, was ich so optimieren konnte, also einfach mal Bilder mit nach Keywords zu benennen, Metatext und solche Geschichten, aber da bin ich noch lange nicht fertig. Da brauche ich auch ein paar Spezialisten dazu dann noch. Aber die Off-Page-Optimierung hat schon im Ranking was gebracht. Ja? Das finde ich ganz spannend. Und dazu komme ich gleich. Ja. Und wie gesagt, die Offline-Geschichte bleibt, ist glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also das Thema Messen gehe ich jetzt auch stärker an. Haustiermessen gibt es, aber ich habe zum Beispiel jetzt für Weihnachten so einen Standl im Einkaufszentrum reserviert, weil ja, da wird gekauft. Ja. Also nur online funktioniert auch nicht. Und das sind so meine Learnings. Ja, und ich habe schon angesprochen, Kooperationen sind so ein wichtiger Teil für mich und das Thema Multiplikatoren. Und da habe ich halt einen Logistikpartner, die haben selber einen Webshop, die handeln mit Schmuck und machen das seit 4 Jahren und das funktioniert sehr gut. Und die machen mir auch die Logistik und das ist eigentlich ein guter Austausch. Das bringt sehr viel und da kann man die Kunden dann auch ein bisschen teilen. Dann habe ich mich auf Tierschutzorganisationen, also mit denen Kooperationen begonnen ist gut. Die Großen sind sehr, sehr schwierig. Geht nicht nur mir so, sondern bin jetzt mit kleineren, unter anderem auch mit dem Wiener Tierschutzverein in Kooperation. Das klappt gut. Es geht mir halt auch immer darum, Content irgendwo herzukriegen, weil nur mein Content wird fad. Also versuche ich halt verschiedenste auch Content-Quellen reinzuholen. Und gerade das Thema Social, tu was Gutes, ist da glaube ich schon angesagt. Auf der Haustiermesse, auf der letzten in Wien, habe ich dann einen Stand entdeckt. Grinzo heißen die. Die launchen jetzt eine Pet-App. Das war so mein ursprünglicher Gedanke, nämlich ich mache eine Social-Plattform für Tiere, also Facebook für Tiere quasi oder für Tierbesitzer. Und die machen das jetzt.
Und mit Grinzo habe ich eine sehr nette Kooperation. Also das sind ein Startup in Oberösterreich. Und wir schicken uns da immer gegenseitig Dinge zu. Das klappt wunderbar. Das ist wirklich, wirklich nett. Und da tauschen wir auch Content aus, Themen, Erfahrungen, Interessen. Also das funktioniert gut. Und dann habe ich auch begonnen mit den Bloggern. Ja. Einerseits die österreichische Bloggerszene, Hundebloggerszene gibt es kaum, also habe ich auf die deutsche da gestürzt und habe dann wirklich Glück gehabt. Ich habe mir halt die bestperformenden Blogs angeschaut und dann habe ich mich an zwei, drei Blogger gewandt, ja, ob sie denn nicht ein Produkt von mir testen möchten. Und die eine, die ist an dritter Stelle im Ranking der Hundeblogs, ja. Mit der hat es gut geklappt. Jetzt hat gesagt, sie verwendet keine Lederbänder für einen Hund, aber sie findet das so toll. Und dann hat sie mich in ihre Blogger-Community aufgenommen. Und da habe ich dann, die haben dann verschiedenste Produkttests gemacht und nette Artikel geschrieben. Und das sind auch diese Backlinks, die mir dann für SEO, mir war es halt nicht so blöd, dann die auch zu fragen, ob sie mir nicht auf bestimmte Keywords dann das verlinken auf meine Homepage. Und das hat mir eigentlich für mein SEO recht viel gebracht. Und auch in der Produktentwicklung kommen da wertvolle Inputs. Also das mit Bloggern ist wirklich sehr sinnvoll. Waren die dem offen gegenüber oder waren die da kritisch? Ja, sehr offen, sehr offen. Also die Blogger-Community, das sind ja alles online-affine Menschen. Die wissen genau, worum es geht. Ja, das macht Spaß, denen musst du nicht erklären, um was es dir da geht. Die verstehen das. Wiewohl man halt verstehen muss, okay, die wollen Produkte testen, die schreiben natürlich auch kritisch. Aber die sind mir sehr offen gegenübergetreten. Und das klappt gut. Ja. Ich glaube, dass das auch in anderen Bereichen mit Bloggern gut klappen kann. Ja. Wie hast du sie initiiert? Aha. Hast du die einfach gesucht und die angeschrieben? Ja. Dann Angebot, Produkte und Tests oder auch bezahlt? Nein, also ich habe mir einfach, es gibt ja so verschiedenste Foren, einfach mal Blogs angeschaut, die gut performen. Ja? Also hat man halt einmal da 10 Blogs ausgewählt, die interessant sind. Und dann habe ich mir wirklich davon nochmal nur 3 rausgepickt, weil mir gedacht habe, ich kann jetzt nicht, da muss man aufpassen, die kennen sich alle untereinander. Da starten wir mal mit, machen wir mal einen Piloten. Ja? Und da habe ich Glück gehabt, da bin ich wirklich auf eine sehr nette junge Dame gestoßen und die hat das unterstützt. Ja? Und die hat mich dann in diese Blogger-Community, diese geschlossene Facebook-Gruppe, eingeladen. Ja. Und irgendwann habe ich mir dann, ich glaube, 2 Wochen gebraucht, mir ein Herz gefasst und dort drinnen gepostet, ob denn nicht jemand Produkttest machen möchte oder eine andere Form der Kooperation. Ja. Das ist recht offen gehalten. Und ja, da kam dann einiges zurück. Ja, ich habe allerdings, muss ich sagen, auch die kleineren Blogger bedient und eine YouTuberin, eine ganz junge Dame mit 2 Hunden, die so Agility und so, also ja, tolle Dinge mit ihren Hunden macht. Und haben mir gedacht, na, also mit den Kleinen kannst du vielleicht, ja, die haben sich wirklich bemüht, nette Blogposts geschrieben. Und das geht auch weiter, das ist kontinuierlich auf Facebook mit denen, die liken was von mir, ich like was von ihnen, also da wird wieder geshared. Das ist eine wirklich gute Sache, muss ich sagen. Ja. Aber man muss halt die Leute sehr persönlich, glaube ich, in eine persönliche Verbindung einmal aufbauen. Ja. Ich bin da immer sehr offen. Ja. Ich sage halt immer, hallo, ich stehe am Anfang. Ich habe die und die Problemstellung, würdet ihr mir helfen? Ja. Und mit dieser Herangehensweise hat es ganz gut geklappt. Ja. Ja, dann habe ich einen Hundezüchter gesucht von der Hundeschule, bin ich gleich rausgeschmissen worden, weil da hatte wohl eine andere ihr Revier. Und dann haben wir gedacht, egal, gehst auf Hundeplätze. Ja, dann bin ich in Wien auf die Hundeplätze gegangen, vor allem mit meinen ersten Produktmustern, das war irre lustig. Und habe einfach die Leute befragt, ne? Ich meine, die kennen sich aus. Und habe da wirklich wertvolles Feedback erhalten, auch für die Produktentwicklung. Ja.
Und ja, so habe ich dann auch allmählich meine Hundemodels gefunden, die mir halt Content liefern, Fotos liefern. Ich habe mittlerweile wirklich schöne Fotos auch von denen, die ich dann halt verwenden kann für Roll-ups und was auch immer. Und Testimonials letztlich auch für die Website. Und ja, und jetzt in Kürze komme ich jetzt in den Online-Shop der kleinen Zeitung. Das ist eigentlich einer der besten Online-Shops jetzt von Zeitungen. Da sind wir gerade dabei, das aufzustellen. Das ist jetzt eine reine Marketingaktion. Die reißen mir so viel von der Marsch runter, dass sie nicht mehr viel verdienen dabei. Aber es ist jetzt eine begrenzte Marketingaktion und dann schauen wir, wie das funktioniert. Und Amazon habe ich noch vor, für ein paar ausgewählte Produkte, auch um das mal zu testen. Also ich versuche halt wirklich diesen Lean Startup Approach da zu gehen. Immer probiere mal aus, mach einen Piloten, teste das. Messe es, werde es auslernen, draus geht den nächsten Schritt. Und ja, also das Thema Offline, auf das setze ich jetzt ab Sommer, Herbst mehr. Genau, und das ist mein Super-Willow mit dem Silberblick. Das mit den Katzenfotos ist eigentlich eine total witzige Sache. Ne? Ich meine, die Tierfotos bekommen 3-mal mehr Likes als andere Fotos, ja, Katzenfotos ganz besonders. Ich habe dann noch ein Beispiel für euch vorbereitet. Also es funktioniert wirklich. Ja. Am besten funktioniert, wenn mein Katz eben den Haxen nach oben streckt und am Schreibtisch liegt und ich das wirklich schlechte Handyfoto dann poste. Das will man sehen. Ja. Also keine perfekten Fotos, sondern einfach was Witziges, was Sympathisches. Und also ja, von dem Grumpy Cat sieht man es eh, ne? Über 8,5 Millionen Fans hat diese komisch reinschauende Katze. Also kann man natürlich nützen, ja, für Kundenbindungen auch in anderen Bereichen. Ja, muss ja nicht unbedingt jetzt, müssen nicht Tieraccessoires sein. Und weil es halt um was Persönliches geht, um den Spaß, da geht es um das Menschliche, nicht nur um Business, das ist sympathisch. Es geht um gemeinsame Interessen, so gerade diese Hundehalter, merke ich, die sind alle gleich bei Du am Hundeplatz, die haben so eine innere Verbindung. Ja. Und würde sich ideal eignen für virales Marketing, aber virales Marketing ist halt nicht so planbar, das passiert ja meistens. Und diesen Katzen-Content wieder halt in Verbindung bringen mit Branding. Aber warum zeigst du Katzen, wenn du Hunde? Ja, das ist eine Schwierigkeit tatsächlich. Also mittlerweile zeige ich ja auch viele Hunde. Also ich setze auch auf Katzenprodukte, aber jetzt, ich mache beides. Ja? Und ich merke, die Katzenfotos kommen bei vielen Hundebesitzern genauso gut an. Viele haben auch Katze und Hund. Ja? Natürlich gibt es solche Hundebesitzer, die nichts mit Katzen zu tun haben wollen, die gibt es auch. Aber ja, ich mische das jetzt einfach durch. Und ein Tierliebhaber ist dann meistens nicht so begrenzt unterwegs. Aber ja, mir ist bewusst, das ist nicht immer optimal. Und ja, mir ist nur bei Neckermann aufgefallen, also die kombinieren auch die Marke mit einem Tier, ja, mit dieser Bulldogge da. Und ja, mit diesen Facebook-Posts, ich sag's mal, es geht darum, einfach Traffic auf die Website zu kriegen. Ja? Und aus dem Like irgendwann einmal einen Kauf zu generieren, ist eh nicht so leicht. Die Herausforderungen sind sicher, man ist mittlerweile mit Tier-Content nicht mehr allein auf dieser Welt. Spätestens als ich mich bei Instagram das Profil angelegt habe, habe ich gesehen, es gibt abertausende Tierprofile. Ja. Vorteil ist, man generiert sehr schnell Follower, weil zu dem Thema ist es nicht schwierig. Aber das ist mehr so aus dem Community-Gedanken heraus. Man ist 2017 auch nicht mehr allein als Webshop unterwegs. Es gibt verschiedenste Zahlen, aber in Deutschland sagt man, aber es gibt da wirklich jede Quelle, sagt was anderes, um die 100.000 Webshops. Ja, und wenn wir mal die Großen hernehmen, Amazon deckt schon einen ziemlichen Prozentsatz ab. Also es ist viel Konkurrenz da. Und ich habe mir auch angeschaut, Webshops aus Rumänien zum Beispiel oder aus Bulgarien, ja, weil die haben noch einmal andere Preise.
Also wenn die mal beginnen, auf Deutsch oder auf Englisch Webshops zu machen und modernere Webshops und die in unsere Märkte dringen, also dann wird's richtig eng, ja, weil die verkaufen halt zu anderen Preisen. Ja. Und ja, und die Großen haben große Budgets, ein Fressnapf und Futterhaus, wie sie alle heißen, das sind Konzerne. Ja? Und die haben viele Spezialisten, während ich natürlich, ich mache da alles selber, was viel Spaß macht. Ich mache das auch total gerne und ich lerne total viel, was wieder mein anderes Interesse bedient. Und so wechsle ich jetzt mal ganz schnell die Szene, nämlich rüber zu dem Common Relaunched. Ja, das, da geht es mir drum, also das ist... War ursprünglich als Blog angedacht, als reiner Blog und als Blogging-Business, aber da geht es eigentlich um B2B-Themen, ja, oder halt Business-Themen, Karriere-Themen oder Marketing-Themen eigentlich. Und nur dann habe ich das letzte halbe Jahr gemerkt, wow, ich sitze so viel vom Computer, dieses ganze Online-Marketing, da hockst du verdammt viel Zeit vom Computer. Wenn ich jetzt noch ein Blogging-Business mache, dann sitze ich noch mehr vom Computer, da werde ich irre im Kopf, ich brauche Menschen. Und jetzt ist diese Plattform, also ich mache Blogposts, aber ich mache da eigentlich mehr Consulting. So komme ich auch wieder unter Menschen. Und worum geht es da? Also die Themen sind recht breit aufgestellt. Das liegt daran, dass ich ein bisschen ein bunter Hund bin. Könnte sein, dass sich das noch ein bisschen mehr herauskristallisiert mit der Zeit, aber es ist okay so jetzt mal. Also es geht um digital New Work Themen. Damit war ich in den letzten Jahren bei Xing auch sehr beschäftigt. Es geht mir darum, Erfahrungen aus meinen eigenen Relaunches weiterzugeben. Es ist relativ schwer in unserer Welt, ihr werdet es sicher auch wissen, verschiedenste Karrierewege einzuschlagen, verschiedenste Branchen von einer Branche zur nächsten zu wechseln. Das wird in Österreich nicht so gern gesehen. Ich persönlich habe sehr daraus profitiert. Weil hätte die Logistik nicht gesehen, Internet nicht, Handel, dann würde ich mir jetzt mit dem Webshop-Thema viel schwerer tun. Also darum geht es mir. Es geht mir auch darum, Jung und Alt zusammenzubringen. Das Thema Generation Y bis Z ist ein Thema und ich bin der Meinung, es braucht einen gesunden Mix aus dem Ganzen, weil das einfach die Innovation fördert. Und ja, ich glaube, mein wichtigstes, eigentlich meine Botschaft ist, dass ich Menschen und Unternehmen dazu ermutigen möchte, Neues zu machen. Und ich bin schon relativ viel gereist und habe auch in anderen Ländern gelebt. Und wenn ich dann zurückkomme nach Österreich, denke ich mir immer mal, bei uns ist das noch, es ist schon noch sehr gemütlich, ne? Da spazierst dann über den Graben und wenn du gerade aus Asien kommst, na, wo so boomt, wo die Leute wie getrieben herumlaufen, dann denkst du, okay, wir müssen echt dazu schauen, dass wir hier als Wirtschaftsstandort bestehen bleiben, also dass wir mithalten können und nicht von USA und Asien da irgendwo als Sandwich dazwischen untergehen. Ja. Und deswegen glaube ich, bin ich fix davon überzeugt, dass wir hier ganz viele Innovationen brauchen und dass wir die Wissensarbeit brauchen, weil produzieren können wir hier eh nichts mehr. Ja. Und ja, meine Services da sind ein Blog, ja, über Themen. Ich schreibe total gern, also Themen, die die Berufs- und Unternehmenswelt betreffen. Ich verstehe mich als Sparring-Partner, also ganz wichtig ist mir das Out of the Box für Unternehmen, die sich fortschrittlich aufstellen möchten, insbesondere Strategie, Marketing, Vertrieb und das geht rein bis ins HR, weil die Menschen unser Business machen, gerade im Bereich der Wissensarbeit. Und ich möchte Einzelne dazu motivieren, dass sie auch was Neues wagen. Wir haben gerade gesprochen, ab 45 ist immer nicht tot, sondern man darf ja wieder mal was Neues machen. Aber es wird nicht immer so gern gesehen und da finde ich, da braucht es eigentlich den Mut und auch die Unterstützung, dass das Menschen tun und nicht
bei der A1 hängen bleiben, bis die Abfertigung ausbezahlt wird. Ja, das ist mir wirklich wichtig, weil ich sehe es in meinem Umfeld und ich finde das erschreckend. Und ja, und halt generell so in Markt- und Vertriebsunterstützung. Und die Themen sind Kunden, glückliche Kunden. Ich glaube, das ist einmal das Wichtigste, weil wer bezahlt das sonst alles? Diese Kooperationsthemen, Generation Y bis X bis Z, Querschnittsthemen finde ich sehr spannend. Ich glaube, das kommt immer mehr, weil das ganze Thema Employer Branding und so weiter, das sind alles Querschnittsthemen. Ja. Die können wir nicht mehr im Abteilungsdenken lösen. Strategische Positionierung und die Entfaltung der einzelnen Personen letztlich. Ja. So, und ich glaube, das ist jetzt meine letzte Folie, warum ich das mache. Und das ist jetzt wieder so der Link zu meiner Einstiegsfolie, was ich so gemacht habe, weil, ja, ich bin da wieder Brüllaffe, also es deswegen stehe ich auch hier wahrscheinlich, fällt mir immer was ein zu sagen. Ich schreibe wahnsinnig gerne, es macht mir wirklich Spaß. Ich habe dann einen gewissen Antrieb, unsere Gesellschaft besser und gesunder zu machen, meinen Beitrag zu leisten, dass sie gesunder ist und nicht so viele Menschen im Burnout landen, weil sie das Falsche tun. Möchte Leute dazu ermutigen, dass sie neue Schritte wagen. Und ich mag strategische B2B-Themen sehr gern. Also ich bin jetzt in dem B2C-Geschäft mit Paulito, aber ich komme eigentlich aus dem B2B und ich mag diese Unternehmensthemen. Und dieses Know-how möchte ich, das ich bisher einsammeln durfte, möchte weitergeben. Und das sind einfach genug Gründe, dass ich jetzt einmal was anderes wieder mache und das in dieser Form tue. Und dazu möchte ich Leute informieren, motivieren, dass sie auch einen Relaunch starten, wenn es gerade Thema ist. Ja, kann nicht sein, dass es kein Thema ist. Ja, das war's. Vielen Dank. Da gibt es ein paar Kontaktdaten. Ist ein bisschen voll die Folie. Gibt's Fragen von eurer Seite? Ja? Du hast gesagt, du machst alles alleine. Das heißt, ja. Auch den Versand von den Artikeln oder gibt es da Partner? Die Logistik habe ich ausgelagert. Das machen die Partner, also die machen die ganze Lagerhaltung und den Versand. Die Prozesse sind halt abgestimmt. Das also Bestellungen der Waren und dergleichen, das machst alles du? Du meinst die ganze Produktentwicklung und so weiter? Ja, das mache ich. Aha. Ja, das den ist deswegen. Auch du. Den Webshop betreibe auch ich. Ich habe und. Bitte? Ich packe es dann aber nicht in die Kiste. Nein, genau, das macht der Partner, der Logistikpartner. Ja, genau. Also ich habe schon noch Unterstützer, also einen Entwickler für den Webshop, weil ich kann, mittlerweile kann ich zwar auch einiges selber im Webshop, das beruht auf Magento-System. Magento. Ja, das klappt auch gut, aber das kann halt auch relativ viel und ich habe nie hatte. Nein, also. Wie soll ich sagen, das hat sich so ergeben mit dem Partner, die haben auch Magento, die haben viel ausprobiert, die haben mir das empfohlen und dann haben wir gedacht, okay, also ich bin das ziemlich pragmatisch angegangen, also ich habe da einen Partner, der kennt sich aus, habe denen vertraut, dass das System schon was taugt. Und es ist auch auf deren Prozessen aufgesetzt, also somit wollte ich da nicht wieder was komplett Neues schaffen, weil wenn man dann erst wieder die ganzen Bestellprozesse und alles adaptieren muss, dann wird es noch komplizierter. Ja. Eine Frage habe ich noch, Affiliate-Partner, ist das ein Thema? Bitte? Affiliate-Partner? Ich möchte Affiliate-Marketing machen. Ich glaube, dass das gut funktionieren könnte. Nur da brauche ich noch gutes Material. Also, ich mache mir meine grafischen Geschichten mittlerweile. Die mache ich eigentlich auch alles selber, weil mir macht das total Spaß, bin ich drauf gekommen. Ich habe das nie gemacht, aber es klappt ganz gut. Und ich meine, es ist mein Geld, das ich investiere. Überlege mir natürlich, wo ich das investiere. Und ich investiere mein Geld lieber in Ware als in viele, viele Agenturen. Ja? Aber das Material muss da schon gut sein, wenn man dann in die Richtung geht. Ja. Spielst du die Sachen dann auch über Google Ads und Facebook Ads?
Ich starte jetzt, weil ich nämlich das Problem hatte, dass der Lieferant mir nicht die gesamten Größen meiner Waren geliefert hat. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt beginne ich damit mit Google-Anzeigen und dann habe ich das womöglich nicht verfügbar, weil der nicht lieferfähig ist. Das war, also das Lieferantenthema hat mir bisher schon sehr viel Zeit gekostet und Nerven, muss ich gestehen. Ja. Ich hätte auch vorhin eine Frage gemacht. Ja. Du hast gesagt, du bist Katzenliebhaberin, warst bei Xenon oder sowas. Verkaufst du jetzt Hundehalsbinden? Ja, das kommt daher, dass ich noch nicht die passenden Katzenprodukte, keine passenden Lieferanten gefunden habe, die mir das so machen können, wie ich das möchte. Also ich habe von Haus aus gesagt, ich mache Hunde und Katzenprodukte. Ja. Kamst du dir jetzt, dass ich mache Hundeprodukte, Katzenprodukte? Weil dich das einfach vom Thema so interessiert? Oder? Also ich mag das Thema Tier sehr gerne, ja. Ich wollte was machen, ein Business, das ich eigentlich von überall betreiben kann. Also somit war das Thema Online-Shop für mich spannend. Wenn ich Partner habe, die mir das abwickeln, bin ich ziemlich frei in meiner Bewegung. Also ich kann das von überall aus betreuen. Ich mag das Tierthema. Ich hatte Erfahrung aus dem Handel, aus Internet, aus Logistik, somit ist das jetzt, ja, ist nicht so weit weg. Ja. Wie geht sich das bei Carmen Relaunch aus, zeitmäßig? Ja. Ja. Das ist ein Consulting-Business, das du auch persönlich betreibst. Ja. Mit Partnern oder allein? Ja, mit Partnern auch, je nach, also nach Fall dann abgestimmt, ja. Ist das auch im Sinne von Skalierbarkeit oder ist das das Vorhaben, dass es über, ja, über Kurse und Pakete, wie auch immer, in der Beratungsbasis und was weiß ich, Freelance oder sowas läuft? Oder bleibt das ein persönliches People-Business? Also das Consulting soll ein persönliches People-Business bleiben, weil ich gemerkt habe, ich brauche People. Ja. Skalierbar, bei Xing haben wir nur über Skalierbarkeit gesprochen. Irgendwann reicht es davon Skalierbarkeit. Ja. Und jetzt habe ich mit meinem Webshop ein skalierbares Modell. Aber ich habe für Carmen Relaunched eine Idee, wie man skalieren könnte. Ich wollte es nur nicht über klassisches Blogging-Business machen, was ja skalierbar wäre. Aber ich habe da noch eine Idee, eine Skalierungsidee, die nur jetzt noch nicht aufbaut. Die baue ich dann auf, wenn dafür wieder Zeit ist. Und vielleicht kannst du es verraten, dann könnte ich stehen. Nein, deswegen sage ich es ja nicht. Deswegen sage ich es ja nicht. Das ist ein Projekt, das du betreibst, das auch monetarisiert ist. Ja, genau. Also, das ist kein Love-Project? Nein, das ist ein Consulting-Business. Und da habe ich jetzt gute Response. Ich bin ja noch gar nicht so lange live damit. Wahrscheinlich aufgrund meiner Vergangenheit macht das schon gewissen Sinn. Ja. Und das macht mir auch Spaß. Also, aber skalierbar ist gut, aber ich meine, wie weit wollen wir uns alle skalieren? Nicht? Das ist eine philosophische Frage, wenn ich mir schon überlegen muss. Ich habe mal beim Anwalt gearbeitet nach meinem Jurastudium. Ja? Wenn du anfängst, in Viertelstunden zu denken, weil der Anwaltstarif nach Viertelstunden aufgebaut ist, dann fragst du dich irgendwann, ob du einen Schuss hast, ja? Wenn du in deiner Freizeit schon in Viertelstunden-Takt zu denken beginnst. Also es ist schrecklich. Ja? In der Begegnung mit manchen Menschen günstig, nicht? Man sagt Viertelstunde, was? Das reicht eh. Ja, also ich mache das ganz bewusst so, weil das für mich eine gewisse Qualität ist, weil ich Menschen mag und mich Unternehmen auch interessieren, ja. Danke.